sicher? Sind alle ready? Ja. Ja, man glaubt es kaum. Wir hätten es vorher nicht geglaubt, aber ein 2:0 Sieg gegen Salzburg. Wie bewertest du das Spiel? Ja, es war ein sehr intensives Spiel für Zweikämpfe. Wir haben alles reingelegt heute, dass wir den Sieg holen. Und er war im Grunde genommen, glaube ich, dann auch verdient. Die rote Karte hat uns natürlich geholfen. Aber wir haben alle einmal annähernd am Leistungsniveau gespielt und dann sieht man, was möglich ist. Wenn jeder Einzelne für das Team kämpft und jeder an seiner Leistungsgrenze ist, dann sind wir eine sehr gute Mannschaft. Man hat auch gesehen, das erste Tor, das gehört auch ein bisschen dir. Ja, natürlich vielleicht einen ganz kleinen Teil. Ich habe den Ball erobert heute und habe den Schwabi die Chance gegeben, dass er noch rausgibt. Aber der Poli hat eine grandiose Flanke gemacht und wird dann auch super Kopfball. Da war alles in allem eine super Aktion. Und ja, wir sind froh, dass wir den Eisbrecher haben wir braucht. Danach war es ein bisschen leichter. Sie haben noch zwei lange Spieler reingebracht, aber so richtig gefährlich bis aus dem Schluss sind sie dann nicht mehr geworden und haben wir dann gut über die Bühne gebracht. Wie gut tut dieser Sieg? Also gerade Kopfsache auch. Ja, ganz wichtig. Wir haben schon gewusst, dass wir ganz gut drauf sind. Die Inter-Spiele muss man ein bisschen ausklammern, weil die halt ein ganz hohes Niveau haben. Wir haben aber trotzdem in Phasen auch gegen Inter sehr gut Fußball gespielt. In Hartberg hat man schon gesehen, dass wir wieder giftiger sind. Nein, es war für uns alle sehr, sehr wichtig, weil wir wissen, wir haben nur 3 Endspiele und wir können nur unsere Dinge beeinflussen, was die anderen machen. Wissen wir nicht, aber wir versuchen von hinten Druck auszuüben und vielleicht geht sich dann alles die Top 6 noch aus. Hat Didi schon erste Worte an euch gerichtet? Nein, er hat jetzt einmal eben gratuliert. Ich glaube, ja, wir dürfen das aber auch nicht zu hoch hängen. Wir sind froh, dass wir den Sieg jetzt geholt haben, aber das ist nur ein kleiner Schritt gewesen. Wir haben noch viele Schritte zu gehen, aber es gibt da selbst daran, wenn man sieht, dass Salzburg eigentlich national noch nie verloren hat und wir die Mannschaft sind, die das geschafft hat. Der erste Sieg seit 2015, der erste Heimsieg seit 2014 gegen Salzburg, war schon an der Zeit. Ja, unbedingt. Ja. Wir haben auch vor dem Match gesagt, die Statistik interessiert uns nicht und heute ist der Tag, dass man die einmal ad acta legt und das haben wir auch gemacht. Aber wie gesagt, wir haben eine extrem starke Mannschaftsleistung geboten, von 1 bis 11 und auch alle, die reinkommen sind. Sie haben alles gegeben für die Mannschaft, wir sind als Team aufgetreten und dann kann man sehr viel erreichen. Was heißt das jetzt als Meisterplay, was man eben soll? Naja, wir sind noch 8er, glaube ich. Also ja, es muss natürlich viel zusammenspielen. Wir können nur unsere Hausaufgaben machen, das heißt die nächsten Spiele alle gewinnen, damit wir nur eine Minimalchance haben. Wir werden alles tun dafür, dass wir die nächsten Spiele auch positiv bestreiten und dann wird man sehen, ob vorne irgendwer strauchelt. Aber es ist noch ein langer Weg, viele Spiele und ja, wir werden versuchen, das zu holen. Danke. Danke.